zwei elektrische Ladungen von minus 1 Mikrocoulomb und 2 Mikrocoulomb befinden sich an zwei Punkten A und B im Abstand von einem Meter voneinander. Berechne das elektrische Feld am Punkt C, wenn dieser 50 cm von der Strecke AB entfernt auf der mittelsenkrechten von dieser Strecke AB liegt. Hier sind die zwei Punkte A und B. Der Abstand zwischen diesen zwei Punkten beträgt 1 Meter. Nennen wir groß M den Mittelpunkt dieser Strecke AB und klein m die Mittelsenkrechte dieser Strecke AB. Auf dieser mittelsenkrechten klein m platzieren wir den Punkt C, der sich 50 cm von dieser Strecke AB entfernt befindet, was bedeutet, dass der Abstand zwischen C und M 50 cm beträgt, das heißt 0,5 Meter. An diesem Punkt A platzieren wir die Ladung Q1 von minus 1 Mikrocoulomb, also minus 1 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Am Punkt B platzieren wir die Ladung Q2 von 2 Mikrocoulomb, also von 2 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Was wir suchen, ist die gesamte elektrische Feldstärke groß E, erzeugt durch diese zwei Ladungen, an diesem Punkt C. Diese Feldstärke drücken wir in Newton pro Coulomb aus, und um sie herauszufinden, platzieren wir an diesem Punkt C die Ladung von einem Coulomb und wenden diese Formel an. Zuerst E1. Diese Ladung Q1 ist negativ, sie zieht also diese positive Ladung von einem Coulomb an. Hier eine geometrische Darstellung von diesem Feldvektor E1, dessen Länge durch diese Formel so berechnet wird. Wir müssen noch den Abstand zwischen AC im Quadrat berechnen. Den finden wir schnell durch den Satz des Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck AMC. Die Hypotenuse AC Quadrat ist gleich zu 1/2 im Quadrat plus 1/2 im Quadrat. BC Quadrat ist genauso groß. Also finden wir für AC Quadrat sowie für BC Quadrat 1/4 plus 1/4, das sind 2/4, also 1/2. Jetzt können wir K0 ersetzen durch 9 mal 10 hoch 9, den Betrag von Q1 durch 1 mal 10 hoch minus 6 und AC Quadrat durch 1/2. So finden wir schnell für E1 18 mal 10 hoch 3. Jetzt E2. Diese positive Ladung 1 Coulomb wird von dieser positiven Ladung Q2 abgestoßen. Also daher dieser Vektor E2. Die Länge dieses Vektors stellt die Stärke dieses elektrischen Feldes dar, E2, die wir durch diese Formel berechnen. E2 ist also gleich zu K0, ersetzen wir durch 9 mal 10 hoch 9, mal Betrag von Q2, den ersetzen wir durch 2 mal 10 hoch minus 6, geteilt durch BC Quadrat und dieses Quadrat ersetzen wir durch 1/2. Somit finden wir schnell für E2 36 mal 10 hoch 3. Den Vektor elektrisches Feld am Punkt C finden wir, indem wir diese zwei Vektoren E1 und E2 addieren. Das machen wir durch das Parallelogramm, das hier ein Rechteck ist. Dieser Vektor E ist die Summe dieser zwei Vektoren E1 und E2. Die gesamte elektrische Feldstärke
wird hier dargestellt durch die Länge groß E dieses Vektors. Diese Länge groß E können wir also durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck berechnen. Es gilt groß E gleich Quadratwurzel von E1² plus E2², also so. Wir ersetzen E1 durch 18 mal 10 hoch 3 und E2 durch 36 mal 10 hoch 3. So. Und das führt dann sehr schnell zu ungefähr 40.249. Die gesamte elektrische Feldstärke groß E beträgt also ungefähr 40.249 Newton pro Coulomb.